Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir haben in der letzten Folge die erste Hälfte der Eiswelt abgeschlossen. Angenehm war es großteils eher weniger. Ihr seht, ich habe die Starcoin jetzt gerade nachgeholt offscreen. War nicht sonderlich schwer, wenn man eben Bescheid weiß. Und jetzt kommen wir in die zweite Hälfte dieser Welt. Und die ist doch recht eigen. Wir gehen nun in Level 3, 4 und euch wird auffallen, ihr habt schon den Schalter rechts auf der Weltkarte gesehen. Und hier sind überall diese Blöcke. Dieses Level ist noch nicht ganz vollständig, wenn man das so sagen will. Und dementsprechend, was übrigens auch noch ein Vorteil am Pinguin ist, was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen. Der rutscht auch Eis nicht. Ihr seht, die Blöcke würden uns das Ganze deutlich vereinfachen. Aber die können wir doch nicht bekommen. Das heißt, erst müssen wir ein bisschen weiter. Es ist nicht so, als wäre das Level jetzt unmöglich. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Stück schwieriger. Und ein Secret ist unmöglich zu erhalten, das gleich kommen wird. Hol erstmal hier ein bisschen weiter. Wir dauert wohl doch ein bisschen länger, als ich dachte mit dem Secret. Aber stimmt, was würde das denn sollen, dass man nicht das Ganze hier mehrfach spielen muss? Denn hier unten seht ihr schon eine ganze Reihe von Blöcken. Ich mag diese Stelle übrigens gar nicht. Ihr seht eine ganze Reihe von Blöcken, die da unten zu einer Röhre führt, die man unmöglich ohne erreicht. Und da befindet sich der Exit, der zum Castle führt, drin. Den können wir aber erst bekommen, nachdem wir die nächsten zwei Level abgeschlossen haben. Und bitte nicht hier sterben. Nachdem wir, oder das nächste Level ist es nur, abgeschlossen haben. Ja, natürlich, ich sehe schon, ich sterbe hier. Okay, den habe ich noch weg. Gibt kein Item, natürlich, wozu denn auch? Habt ihr diesen scheiß Firebro gesehen? Habt ihr gesehen, wie der sich hochgebackt hat? So, endlich. Naja, auf jeden Fall ist der Weg, der weiter zum Castle führt, an sich bereits hier. Wir können ihn aber noch nicht nehmen, da wir erst den Schalter aktivieren müssen. Das ist so die Hauptbesonderheit, die es an dieser Welt gibt. Das hier ist jetzt angeblich der Secret Exit, aber der normale führt halt weiter, wenn man es so sagen will. Zum Glück sind wir da jetzt nicht gestorben. Ich nehme aber mal einen Pilz mit. So, jetzt kommt ein Level. Nicht mein Favorit, sagen wir mal, aber auch hier würden die Blöcke einiges verändern. Ja. Oh, eine Coin hat gefehlt. Ja, wir haben jetzt Propellerblock und Propellerpilz, was eigentlich ein bisschen unnötig ist, weil die Effekte nicht stacken. Ja, das schon. Ja, das wird durch die Blöcke, wie im letzten Level, werden viele Dinge auch nur vereinfacht. Durch die Blöcke. Weiter, weiter, weiter. Das Level ist, ich glaube, auch hier kann man nachvollziehen, warum ich das nicht mag. Allgemein, diese Welt,
kritisch. Und da oben ist wieder eine Röhre, in die man nur mit den Blöcken reinkommt. Und man kann den hier nicht mitnehmen. Es heißt, wir müssen beide Level gleich nochmal spielen. Und in dem hier ist es ganz extrem, denn hier endet das reguläre Level. Die anderen zwei Starcoins sind beide auf der anderen Route. Und das ist eben so der Punkt. Muss jeder für sich wissen, ob er das Prinzip so mag, aber für mich, das sind jetzt wirklich nur zwei Level in diesem Abschnitt der Welt, die man beide einfach hier jetzt sagt, es wäre ein neues Level, aber es ist immer noch dasselbe, nur sind die Blöcke da. Also in meinen Augen ist das nicht unbedingt toll. Man sieht's jetzt hier überall, alles ausgefüllt, man kann drauf stehen. Macht einiges deutlich einfacher. Auch wenn ich manche roten Blöcke überhaupt nicht verstehe, muss ich sagen. Weil die nicht wirken, als würden sie irgendwas sinnvoll bewirken. Die sehen aus, als hätte man einem 8-jährigen Mario Maker in die Hand gedrückt. So, jetzt müssen wir diese Passage wieder durchspielen. Das erkennt man relativ deutlich, dass hier ein Stern ist, das echt. Ja, und dafür haben wir den Block verloren. Oh Gott, warum machst du jetzt den... Ich habe vor einer halben Stunde Propeller gedrückt. Ja, stimmt für dich. So, jetzt können wir in die Röhre da oben auch reingehen. Und damit die zweite Passage des Levels, die auch die nächsten zwei Starcoins beinhaltet, erreichen. Und gleichzeitig den Exit, der zum Pilzhaus führt, das wir gesehen haben. So, den Block nehme ich mir einfach mal mit. Und da sehen wir schon die zweite Starcoin. Absolut kein Problem bei dem Ding. Und die dritte rechne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit, dass sie allzu schwierig wird. Well. Man muss nicht mal einen Propeller benutzen, man muss literally springen. So, es ist trotzdem ein bisschen ekelhaft zu spielen hier gerade, weil der Scrolling das nicht angenehmer macht, wenn das sich so ekelhaft dreht, der Block. Aber wir haben es geschafft, die beiden fehlenden Starcoins eingesammelt und den Secret Exit gefunden. Dann können wir uns jetzt wieder aufmachen ins Level, das wir davor hatten, wo jetzt alle Blöcke sind, und wir können nun den Weg nehmen, der uns zum Castle führt. Ist nicht ganz worth it. Ich hab's in der letzten Folge gesagt. Ich fand den Turm scheiße. Das Castle finde ich schlimmer. Wahrscheinlich eines meiner Hasslevel im Spiel. Da freue ich mich doch. Ja, und jetzt können wir eigentlich jeden Scheiß hier überspringen. Was es in meinen Augen nochmal unnötiger macht. Hui. Wir springen einfach über alles drüber. Ja, wir können sogar hier unten durch, weil das viel bewirkt und so. Wir können hier langlaufen. Hier mal kurz warten. Kein Bock, gehittet zu werden. Ja. Auf Deutsch müssen wir jetzt ein Level nochmal spielen, aber in einer Form, die deutlich einfacher ist. Und nicht ganz bis zum Ende. Hui. Das ist in meinen Augen halt einfach nicht sonderlich nötig, aber müssen die Entwickler wissen. So, hier auch nochmal, wenn man die Blöcke nicht hat, schafft man das mit dem Propellerpilz sehr sicher trotzdem alles, aber scheiß drauf. Und damit sind wir beim Exit.
Zack. Es ist einfach nicht nötig in meinen Augen. Aber naja, wir sind jetzt am Ende dieser Welt angekommen. Das Beste daran ist, dass diese Welt gleich endet. Mein Fazit gegenüber der Eiswelt hat sich nicht geändert bei diesem Playthrough. Sie ist nicht toll. Und bisher sieht das Castle hier noch ganz angenehm aus, aber wenn ich gerade nicht komplett blöd bin und mich an was ganz anderes erinnert habe, kommt der dumme Scheiß ja erst noch jetzt. Schlangenblöcke, jeder liebt sie. Und noch dazu, wenn man keinen Pinguinanzug hat, sind sie rutschig. Weil, why the fuck not? Das mögen die Spieler doch. Es mögen sie sehr gerne, also müssen wir das definitiv machen. Ja, die sind beide so vollkommen durchgefallen. Wir sehen hier noch, Lemmy nervt uns noch ein bisschen, weil Schlangenblöcke sind nicht nervig genug ohne diese scheiß Bälle, die da rumspringen. Lass mich weiter, ich will hier weg. Den ersten Abschnitt haben wir hinbekommen. Okay, noch nicht ganz. Hier müssen wir uns jetzt noch den Weg freisprengen. Ja, das Placement müsste passen. Das war sehr nötig. Aber ich bekomme direkt Nachschub. Am einfachsten ist es, denke ich, wenn man sich dabei einfriert. Und damit sind wir mit 2 Starcoins beim Checkpoint angelangt. Ihr seht, hier kommt eine dicke Kettenreaktion dann. Und du nervt man nicht. Wir machen uns den Weg frei. Und dieser Block ist es nicht wert, nein. Da hinten haben wir die letzte Starcoin erspähen können. Das Level läuft im Moment ganz gut. Und ich muss auch sagen, ich mag es vielleicht doch mehr als den Tower, was aber auch nicht schwer ist. Es ist trotzdem nicht gerade eins meiner Lieblingslevel. So, jetzt noch hier ein bisschen rumklettern. Weil, why not? Macht doch Spaß. Und damit müssten wir am Ende angelangt sein. Können mit dem Pinguinanzug noch den Star holen. Die Starcoins haben wir schon alle. Wer noch ein Item will, kann hier reingehen. Was verlieren kann man nicht wirklich, außer Zeit und Nerven. Aber es ist durchaus machbar, würde ich behaupten. So, und der Bosskampf selber ist nochmal eine Ecke nerviger als im Tower. Im Tower war es einfach kompletter Keck. Und jetzt ist es nerviger Keck. Super. Upgrades, Leute, Upgrades. Das Kampffeld sieht sehr ähnlich aus im Moment. Nur ein bisschen größer. Und wenn wir schon von größer reden, der Unterschied ist, dass man jetzt noch auf die Scheißteile springen muss. Krass, ich weiß. Ah, er macht jetzt seinen Zyklus länger. Ja, und in der Position will man natürlich immer sein, ne? Klingt doch nach Spaß. So, nochmal höher. Macht er nur auf dem letzten Leben.
Und hoch, weg mit ihm. Ja, der Kampf ist halt nicht sonderlich schwer, sondern nur nervig. Das Einzige, was kritisch werden kann, ist, wenn man in einer Situation landet, wie ich da vorhin, wo man dann so an der Wand so ein bisschen eingeklemmt ist. Und ja, ne, brauche ich nicht viel zu sagen, glaube ich. Kann wirklich schwierig werden. Also, damit haben wir aber die Eiswelt abgeschlossen. Ich kann nicht behaupten, dass ich sie vermissen werde, aber weiter geht's. Alle Starcoins in Welt 3. So, damit Wasserwelt. Viele hassen Wasserwelten. Wobei ich sagen muss, ich absolut nicht. Vor allem Unterwasserlevel kann ich irgendwo noch sehen, finde ich aber okay. Aber vor allem in so einer klassischen Wasserwelt sind die meisten Level doch Strand. Und das ist ja wohl mal mega entspannt. Da kann man doch nichts gegen sagen. Oh Gott, aber mir fällt gerade ein, gegen den Tower dieser Welt kann man vieles sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da habe ich ja Bock drauf. So, erste Starcoin. Frieren wir diese Piranha-Pflanze für ein. Und dann ist das kein großes Problem. Ach ja, und der Pinguin kann auf dem Wasser sliden übrigens. Ja, kann man sich Coins mitnehmen. So, den sind wir zum Glück losgeworden. Könnten uns hier noch einen Pinguinenanzug abholen. Ist aber gerade definitiv nicht nötig. Ja, okay. Hier könnten wir jetzt gerade, wenn wir diese lila Fische... Ach, die kommen durch die Wand mit. Ja, wenn wir dann noch ein paar mehr von denen gebunkert hätten, hätten wir jetzt ein bisschen was abholen können da. Hier ist auch eine Starcoin. Die chillt da. Ich wusste nur von dem Itemblock. So. Und damit haben wir das geholt. Ja, lassen wir einfach durch am besten. Oh, der ist schon tot. Und bekomme ich irgendwo einen Stern oder sowas? Ich... Oh, genau das wollte ich, danke. Genau das wollte ich, jetzt mein Item verlieren. Kein besserer Moment möglich. Hier ist doch safe die Starcoin, oder nicht? Wie kommt man da hin? Man kann den doch nicht mal... Ah, ich bräuchte jetzt einen Pinguinanzug. Gibt's hier bitte einen? Danke. Und ich muss dich einfrieren. Dann pennst du nämlich ein aus irgendeinem Grund. Alternativ ist einfach tot, aber family-friendly, er schläft ein. Und blockiert den Luftstrom, sodass wir hier durch können. Und das ist nicht die Starcoin, ernsthaft? Ja, wow, und jetzt verliere ich einen Pinguin-Anzug, weil ich liebe diese Unterwasserphysik mit dem Ding. Wenn ich jetzt einen Pinguin-Anzug brauche, oh nein. Ich sehe es doch schon. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Ich hab meinen Pinguinanzug wegen diesem scheiß Secret, das nichts bringt, verloren, damit ich ihn hier brauche. Ich werde hier sterben, aber... Leute, guckt euer Spiel nochmal durch.
Das ist so nicht geplant. Ich bin einfach besser als die Entwickler. Man soll das mit Pinguinanzug bekommen, das weiß ich. Und nicht mit so komischen Jumps. Aber ich nehm's. Ah, das ist einer der nervigsten Weltkartengegner. Und ich werde auch nicht gegen ihn kämpfen müssen. Erstmal okay. Ah, das ist wahrscheinlich schon so das schlimmste Level dieser Welt. Weil, wer liebt es nicht? Springende Cheep-Cheeps. Kann man sich irgendwas Besseres vorstellen? Seid ehrlich, wir wissen alle die Antwort. Ja, also schon einiges. Ah, ich weiß halt gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die Starcoins sind in dem Level. Ich hoffe, dass das hier die erste ist. Danke. Sonst hätte ich diesen Block da aktivieren müssen. Kann ich jetzt bitte da hoch? Danke. Ja, fliegende Cheep-Cheeps. Sie sind eine wunderschöne Erfindung. Jeder will die in jedem Level sehen, wenn möglich. Dann kombiniert man das bitte noch mit Kletterwänden, die einen deutlich langsamer machen. Und schon hat man das perfekte Level. What the fuck hat man sich hierbei gedacht? Und ich meine das mit den Kletterwänden ernst. Ihr seht's. Ihr seht's. Spaß. Und man kann, wenn man auf den ist, nicht mal Feuerbälle schießen. Und jetzt fallen sie noch runter, wenn man zu lange drauf bleibt. Habe ich gehört, jemand will Spaß haben in diesem Spiel? Da brauchen wir die Nintendo-Polizei. Spaß ist nichts Gutes und sollte untersagt werden. Ja, dieses Level ist hinterfragbar. Aber wir haben es ganz gut geschafft. Und alle drei Starcoins ohne größere Probleme mitgenommen. Mögen muss man das Level trotzdem nicht. Und ich würde sagen, das Level da rechts ist auch das letzte für die Folge heute. Und das bestimmt nicht nur, weil ich keinen Bock auf den Tower habe. Die Betonung liegt auf nicht nur. Puss, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe und deswegen keine Ahnung, ob das mit dem nicht nur irgendeinen Sinn ergeben hat. Der Typ respawnt, wie man sieht, nach gefühlt einer Sekunde, das macht es ein bisschen nervig. Ja, aber der Tower ist scharf. Oh. Das Problem ist die Kanone, die ihr da links seht. Und ich kann das schon mal sagen, sie beinhaltet unser aller Lieblings-Item der Super Mario Bros. Reihe. Wir brauchen fucking Mini-Pills. Klingt das nicht nach Spaß? Und diese erste Starcoin war ja mal das uninspirierteste, was ich je gesehen habe. Und warum ist dann Sternkrall gerade das Level ehrlich gesagt nicht? Aber wir haben zwei Starcoins. Und das Hauptgimmick dieser Stage sind diese Krabbengegner. Och, Mini-Pills, geil. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den hier schon brauche. Und wenn ja, wo es den gibt. Ich glaube, ich brauche den wirklich. Oh, Spaß. Ist das euer Ernst? Glaubt ihr, ihr könnt mich so davon abhalten, zurückzugehen? Also, wenn ihr mir diesen Scheiß antun wollt,
Warum? Muss das denn wirklich sein, Leute? Ja, und hier ist die Starcoin. Ganz lustiger Bonusraum. Moin, Leute. Ich lasse euch dann mal. Ich hab keinen Bock, diese Endpassage hier jetzt zu machen. Ja, aber hey, hier bekommt man ja schon mal einen Mini-Pilz für den Tower. Ne, ist das nicht wunderbar? Please kill me. Also, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich hoffentlich nicht leide im Tower, wovon ich allerdings nicht ausgehen würde, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Like und oder Abo da. Wisst ihr was? Fuck my life rein. Manchmal treffe ich Entscheidungen, die ich selber nicht verstehe. Oh mein Gott, das war auch noch das hier. Nein. Nein, das war nicht auch nur. Oh mein Gott. Es war noch dieser Tower. Moment, aber warte, bin ich gerade dumm? Man braucht den Mini-Pilz doch. Ja, hoffentlich braucht man den Mini-Pilz nicht. Ich hab's noch versucht. Ich hab's noch versucht. Und es hätte vielleicht irgendwie klappen können, aber... Oh Gott, ich hasse diesen Tower. Ich hoffe, das mit dem Mini-Pilz war nur eine falsche Erinnerung. Weil wenn man den wirklich braucht, dann muss ich los. Dann muss ich los. Ich weiß auf jeden Fall im Prinzip, wo der Secret Exit ist. Ich muss mich da wirklich geirrt haben. Vielleicht war das in einer anderen Welt, wo man den Mini-Pilz braucht. Ich weiß, dass es in Mario Bros. Union Castle gab, aber ich war mir sehr sicher, auch im Wii-Teil. Aber es wirkt irgendwie gerade nicht so. Wir werden aber auf keinen Fall noch den normalen Exit heute holen. Die Folge ist schon recht lang. Ist zwar ein bisschen ungewohnt für mich, aber wir holen heute nur noch den Secret Exit und die Starcoins auf dem Weg. Und wenn wir eine Starcoin verpassen auf dem Weg, dann holen wir die auch erst nächstes Mal. Lieber hier hinten in die Wand gucken. Die ist so auffällig, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, jetzt kommt aus irgendeinem Grund was. Alles klar, meinetwegen. So, und jetzt müsste das kommen. Ich habe aber leider kommt noch nicht. Die Stelle wird problematisch. Das weiß ich jetzt schon mit dem Secret Exit. Weil das echt ein Ding von Genauigkeit ist, die sehr schwer zu erreichen ist, wenn man keine Ahnung hat, wie genau man springen muss. Und, noch nein. Oh nein. Das war nur ein irrelevantes Bonus-Secret, oder? Oder, Leute? Oder, Entwickler, ihr würdet da doch nie im Leben eine Starcoin oder sowas verstecken. Bitte sag mir, es kommt. Merkt man, warum ich diesen Tower nicht mag? Ich mag viele Tower in dem Spiel nicht. Und jetzt müsste das Secret Exit kommen. Das war nur die Starcoin. Nein. Obwohl, nein, scheiße, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Der Secret Exit ist hinter der grünen Wand da unten.
Das Mini-Pilz-Secret ist optional. Scheiße. Hier ist noch ein bisschen Gedöns. Oh, das wird schlimm nächste Folge. Zumindest habe ich mich mit dem Mini-Pilz falsch erinnert. Heißt nicht, dass ich Bock hab. So, Hauptgimmick von der Helden ist es, die bleiben bestehen und bouncen. Cool. Und endlich bleiben sie nicht bestehen, aber eine ganze Weile. Scheiß drauf. So, den Secret Exit werden wir dann nächste Folge holen, wie gesagt. Ich habe euch ja gesagt, wo er ist. Ich mag ihn nicht. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder. Like und oder Abo dalassen. Verpiss dich. Bis dann. Und verpiss dich schneller. Ja? Halt dein Maul! Und ciao! What?